Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, wir stehen direkt bei Metal Gear Rex vor der Tür. Aber wir gehen lieber hier vor. Scheiß Alarm. Okay, ich habe die PAL-Codes eingegeben und die Sicherheit deaktiviert. Wir können jederzeit zünden. Immer noch keine Antwort aus Washington. Na, wir müssen denen wohl zeigen, dass wir es ernst meinen. Soll ich auf Tschernoton in Russland zielen? Nein, nicht mehr. Das neue Ziel ist Lobnor in China. Warum, Boss? Ich denke, weder du noch Herr Golukovic würden den Abwurf einer Atombombe über seinem Vaterland gutheißen, oder? Liquid. Aber warum? Dort ist doch nichts. Falsch. Ein Atomwaffentestgelände. Ein Testgelände? Wenn wir eine über ein Ballungszentrum abwerfen, ist das Spiel vorbei. Aber eine Atomexplosion auf einem Testgelände kann geheim gehalten werden. Und Washington wird sich vor einem Vergeltungsschlag aus China fürchten. Das bedeutet streng geheime Gespräche zwischen den beiden Staatschefs. Sicher. Und dabei muss der Präsident den Chinesen die Existenz einer neuen, höchst destabilisierenden Atomwaffe zugeben. Wie wird sich das wohl auf den Ruf der USA auswirken? Oder den des Präsidenten? Und mit der CTBT, China und Indien, oh, ich verstehe. Ja, wenn andere Länder von dieser Waffe hören, werden sie sich an uns wenden. Washington wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir ihr System an die Meistbietenden zu verkaufen anfangen. Ja, der Präsident gibt nach. Er wird unsere Forderungen erfüllen. Die DNA des Big Boss und $1 Milliarde. $1 Milliarde. Mit dem Geld können wir auch unsere Genomsoldaten heilen. Und in den Forderungen ist auch der Foxdye-Impfstoff enthalten. Foxdye? Das tötete Octopus und den Armstech-Präsidenten. Also stimmt es, dass ältere Leute schneller sterben. Mantis war vielleicht nicht betroffen, da er eine Maske trug. Wolf war auch nicht infiziert. Vielleicht wegen der Beruhigungsmittel, die sie nahm. Etwas mit dem Adrenalingehalt im Blut? Oder vielleicht hat es bloß damit zu tun, dass Foxdye noch in der Testphase ist und noch nicht zuverlässig arbeitet. Und hast du eigentlich schon von unserem Freund Colonel Sergei Golukovic am Spetsnaz gehört? Er zweifelt noch immer an den Fähigkeiten von Metal Gear. Er will erst nach erfolgreichem Test mit uns sprechen. Ein sehr vorsichtiger Mann. Kein Grund zur Sorge. Der Colonel will Metal Gear und die neue Atomwaffe so dringend, der kostet sie bereits auf der Zunge. Wenn Russland wieder eine militärische Supermacht werden will, braucht es ein verstärktes Atomarsenal. Eine Atomwaffe, für die es keine Abwehr gibt. Metal Gear wird ihnen die Erstschlagkraft über den Rest der Welt verschaffen. Bei der Armee herrscht ein einziges Chaos und Sie glauben, Sie können die Militärmacht Russlands mit Atomwaffen wiederherstellen? Ach, dieser Golukovic ist kein Soldat, sondern Politiker. Vielleicht schon, aber er hat uns den Hind und die meisten anderen schweren Waffen gegeben. Ihm unterstehen über 1000 Soldaten. Zusammen könnten wir hier ziemlichen Widerstand leisten. Seit Mantis Tod lässt die Gehirnwäsche der Gnomensoldaten nach. Die Moral der Männer macht mir Sorgen. Eine Allianz würde auch die Moral verbessern. Was meinst du? Wir bleiben hier. Wir verbarrikadieren uns. Das wird ein langer Krieg werden. Wir können noch fliehen. Wir haben die mächtigste Waffe der Welt und sind daran, uns mit Golukovichs Truppen zu verbünden. Willst du die ganze Welt bekämpfen? Weshalb nicht? Die ganze Welt? Von hier aus erreichen wir jedes beliebige Ziel mit einer Rakete, die nicht auf dem Radar sichtbar ist und nicht abgefangen werden kann. Und dazu ist diese Basis vollgestopft mit Sprengköpfen. Mit der DNA und dem Geld ausgerüstet gehört uns die Welt. Aber Boss, das Versprechen an Golukovic. Ach, mir liegt nichts an der Rückkehr von Mütterchen Russland. Du willst doch nicht den Traum von Big Boss erneuern. Von heute an heißt dieser Ort Outer Heaven. Big Bosses Traum. Boss, sorgst du dich, dass der PAL übergangen werden könnte? Hat der Code erneut eingegeben, wird er deaktiviert. Keine Sorge. Der DARPA-Chef und der Armstech-Präsident sind beide tot. Weiß Snake, wie das Deaktivieren funktioniert? Du hast ihn verhört, weißt du es nicht? Er hatte keine Schlüssel. Gut. Dann kann jetzt keiner Metal Gear stoppen.
Übrigens, was machen wir mit der Frau? Soll ich sie töten? Lass sie leben. Sie ist Campbells Nichte und Snake mag sie. Wir behalten sie als unsere Trumpfkarte. Merle, sie lebt. Snake, ich habe Bakers geheime Dateien gefunden. Gute Arbeit. Wie geht's bei Ihnen? Sie haben die PAL-Codes eingegeben. Wie werden sie deaktiviert? Okay, das Deaktivierungssystem, von dem der Präsident gesprochen hat, es kann auch zum Eingeben des Sprengcodes verwendet werden. Wenn Sie die Schlüssel verwenden, wenn der Sprengkopf aktiv ist, wird er deaktiviert. Wenn er inaktiv ist, wird er aktiviert. Und die Schlüssel lassen sich nur einmal verwenden. Nur einmal, hä? Ja, Sie fangen wohl besser an. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ich brauche 3 Schlüssel, oder? Ich habe nur einen. Immer ruhig. Darin liegt der Trick. Sie besitzen schon alle 3. Wovon redest du? Der Schlüssel hat eine thermoadaptive Legierung. Thermoadaptive Legierung? Ja, eine Legierung, deren Form sich mit der Temperatur ändert. Der Schlüssel besteht daraus. Dieser Schlüssel? Ja, seine Form ändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen. 3 Schlüssel in einem. Clever. Das ist der Trick. Sehen Sie die Eingabegeräte? In der Mitte des Kommandoraums. Ich sehe sie. Diese 3 Terminals sind die Noteingabegeräte. Auf jedem Schirm sollte ein Symbol sein. Jedes Symbol entspricht einem der Schlüssel. Die Schlüssel werden von links nach rechts eingegeben. Links ist für den Raumtemperaturschlüssel. Sehen Sie das Zeichen? Dann für den Niedertemperaturschlüssel. Rechts für den Hochtemperaturschlüssel. Okay, verstanden. Erst ändere ich die Form und dann führe ich ihn in dieser Reihenfolge ein. Richtig. Sie führen nur den Schlüssel ein. Ist der Schlüssel im Modul, liest die Festplatte die entsprechenden Informationen. Wenn Sie mit den 3 Terminals fertig sind, ist die Codeeingabe beendet. Sache ist, Sie können den Schlüssel nur 3-mal verwenden. Es ist ein Notfallsystem, für einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Welt hängt von diesem Schlüssel ab. Wer ist das? Ach, Snake. Der Schlüssel ist im Abfluss. Snake! Kugelsicheres Glas! Es gibt keinen Eingang. Ich werde deinen Tod genießen. Snake, holen Sie den Schlüssel! Ach, Snake, Mensch, mit dir. Du Idiot! Gut, nun heißt es erstmal rennen. Lass mich mal in Ruhe. Einfach nur rennen, rennen, rennen. Denn jetzt müssen wir erstmal wieder ganz nach unten. Tschüssikowski! Ich bin weg hier. Tja, ganz nach unten. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Entweder nach Ratte oder liegt irgendwo der Schlüssel. Muss ich mal schauen. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich renne falsch. Ich muss hier runter. Nicht schon wieder die scheiß Mopeds hier draußen. Das kotzt einen an. Gehen die nicht woanders lang fahren? Naja, egal. So. Ist er hier? Ich nehme trotzdem mal zur Sache meine Waffe. Ne, hier ist er nicht. Gut, okay. Kann nämlich auch hier sein. Irgendwo. Ne, hier ist nichts. Ah, da ist er gewesen. Ich bin ja gleich wieder raus. Gut, dann können wir gleich eine Ration nehmen. Eigentlich gerade passend. Ach, lauf einfach. So. Jetzt haben wir einen PAL-Code. Jetzt heißt es wieder
Richtig. Wieder nach oben. Ja, Leute. Jetzt ist dieser Teil da, was Packdragon bedeutet. Entschuldigung. Moment. Verschluckt man sich an der eigenen Spucke. Auch geil. Und zwar, ihr habt ja gesehen, dass der Schlüssel 3 in 1 ist. Im Moment hat er Raumtemperatur. Wo ist er denn? Da. So, als nächstes kalt und als letzte warm. Wir erinnern uns mal zurück. Wo ist eine kalte Stelle? Richtig, bei Raven. Da mit dem großen Gatling-Geschütz. Da müssen wir hin, müssen warten, um dann wieder zurückzugehen. Hier den ganzen Weg zurück, um den Key einzugeben. Dann heißt es wieder, ja, richtig, wieder zurück. Halt die Klappe. Dann heißt es wieder komplett zurück zu der heißen Stelle. Wo war das? Richtig. In die ganzen Fahrstühle nach oben. Zu der Stelle, wo ich mich geduckt hatte und dann runtergefallen bin. Wo dieser Kran war, wo unten dieses geschmolzene Metall oder Lava war es nicht, aber geschmolzenes Metall, sage ich jetzt mal, war. Bis dahin. Und dann wieder zurück. Hierhin. Also Fahrstühle nach unten. Durch das Eislager. Über den Metal Gear und hier lang. Also es wird verdammtes Backtracking. Aber das packen wir schon. So, Granate rein. Ausschlecken, tralala. Liegt hier noch was? Ration, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist eine scheiß Mission jetzt, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Nummer 1. Parkhof Nummer 1. Bestätigt. Warten auf Parkhof Nummer 2. Nummer 2. Okay, das war Nummer 1. Jetzt Paar Nummer 2. Den Schlüssel gefrieren. Den Schlüssel gefrieren. So, Freunde. Alec. Der blendet doch ewig, also von daher. Jetzt ist der wieder da, oder? Ich weiß es nicht. Die Wache ist immer wieder da. Oh, das ist zu nervend. War das ein Geräusch? Ja, ja. Ist ja gut. Ist doch gut. Kann man einfach durchrennen. Ja, auf Metal Gear, aber das siehst du nicht. Du bist irgendwie blind. Ah, das nennt man jetzt Backtracking, ey. Das ist vom Feinsten. Ist ein bisschen stressig, aber auch nervig. Ich meine, das mit diesem Eis, das geht mal noch. Aber das mit diesem Feuer, beziehungsweise erhitzen, boah. Das ist so ein scheiß langer Weg. Wenn du da irgendwie aufgehalten wirst und stehst kurz davor und du merkst, oh, der Schlüssel, da ist doch schon wieder Raumtemperatur. Ja, dann hast du wirklich ein ernstes Problem. Dann kannst du den ganzen Weg wieder zurückrennen. Ist mir damals mal passiert. Ich hab geflucht, ey. Aber gut. Wieder zurück. Ich weiß auch nicht, wie ich das schneide. Ob ich das schneide, ob ich das alles drin lasse. Hm. Weiß ich nicht. So, hier lang. Mal schauen, wie ich das mache. Weil das wäre ein bisschen zu doof, sage ich jetzt mal. Wenn ich das alles drin lassen würde.
Obwohl, naja, gehört eigentlich alles dazu. Von daher. Muss man drin lassen. Lass ich auch mal drin. Ach, was mache ich denn? Ich laufe einfach und laufe und laufe und laufe und laufe. Ich muss doch hier bleiben. Ich wollte schon durchrennen. Wieder zurück zum Anfang. So, jetzt heißt es hier einfach mal warten. Bis da endlich mal die Farbe annimmt. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber ich finde das Spiel bisher richtig geil. Also, klar, es ist Metal Gear, es ist immer geil. Aber es ist schon so alt, 1998. Und dennoch fesselt es immer noch. Ist einfach so geil. Story passt immer noch. Gut, die Grafik, wie gesagt, ist ein bisschen veraltet. Aber im zweiten Teil dann. Also die Grafik. Hopp. Habe ich gar nicht mal so in Erinnerung. Denn Metal Gear Solid gehörte wirklich dann zu den Spielen, die Grafik vom Höchststand war. Ja. Also das bedeutet, dass der zweite Teil wirklich so eine Grafik hatte wie das heutige Crysis, muss man sagen. Also von damaligen Stand her. Ja, also das kam raus und man hatte gedacht, boah, was ist das für eine Grafik, ey? Ist wirklich so. Es war bei Snake Eater auch so. Es war beim vierten Teil genauso. Es hatte eine Grafik, das ist, da dachte man, boah, Alter. Ja, also zwar Crysis sei jetzt höher, ist klar. Aber wenn man jetzt das neue anzieht, das, wie hieß das gleich? Metal Gear Solid Ground Zeroes. Was dieser Prolog, sagen wir mal, ist vom Phantom Pain. Wenn man die Grafik auf der PlayStation 4 anschaut. Leck. Das ist eine Grafik, ey. Also ich bin... Grafik ist mir eigentlich Latte. Aber bei dem Spiel... Alter. Grafik ist nicht alles. Aber bei Metal Gear Solid weiß ich auch genau, es hat Grafik alles auch Story. Von daher passt das einfach. So, wir schauen einfach mal. Ja, jetzt seht ihr es. Es ist so gefroren. Und jetzt heißt wieder zurück. Ist ein ziemliches Hin und Her, ja. Die brauche ich mal noch. Ich weiß nicht, warum die so mehr oder weniger deaktiviert sind. Weil normalerweise hätten die mich schon längst sehen müssen, aber... Who cares? Ganzen Weg wieder zurück. Ich meine, das geht mal noch, aber der längere Weg dann, boah. Mach ich dann auch im neuen Part. Den lasse ich mal noch ein Part drin und dann den nächsten mache ich dann im extra Part. Ich glaube, das könnte ein Part werden. Denke ich mal. Kauft es. Oh Mann. Ist ein bisschen doof gemacht, wie gesagt, aber ach, na gut. Kann man mal verzeihen. Nein! Boah. Weil, wenn man jetzt wirklich zu lange wartet, dann kann es passieren, dass dieser Code eben wieder Raumtemperatur bekommt. Und dann muss man es nochmal machen. Und das ist ja auch doof. So, die war hier von Rennen. Renn einfach dran vorbei. Ist egal. Ist egal. Ach, ja gut. Gibt Schlimmeres. So. Granate wieder rein. Pollen nehmen. Und fix.
Nummer 2. Fallcode Nummer 2. Bestätigt. Warten auf Fallcode Nummer 3. Okay, das war Nummer 2. Jetzt kommt Pal Nummer 3. Schlüssel erhitzen. Schlüssel erhitzen. So sieht's aus. So, wie gesagt. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann beim Fahrstuhl, würde ich sagen. Also ihr müsst einfach dann wieder komplett wieder zurück. Ja, durch das Eisschrank-Ding komplett zurück. Und ihr wisst schon, ja. Zeige ich euch dann gleich. Also wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Bis dahin.